Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heimspiel. Heute mit Eska Sörensen. Hallo. Hallo. Vier Hashtags. Du darfst drei auswählen. Hinter jedem Hashtag verbirgt sich ein Thema. Der Deal, du darfst keine Fußballphrasen verwenden, ansonsten spiele ich dir die Hymne von Fürth vor, von eurem nächsten Gegner. Wir starten mit Hückli. Genau. Also ich muss dazu sagen, ich habe die Hashtags heute auf Dänisch übersetzt. Du musst mir das bitte jeweils vorlesen. Ja, Hügeli heißt das. Hügeli. Hügeli bedeutet? Ja, ich würde sagen gemütlich auf Deutsch. Aber man kann das nicht so direkt übersetzen, weil da gibt es viele Sachen, die sind hügeli. Ich habe ein bisschen was über Dänemark recherchiert und überall steht, Hügeli ist irgendwie typisch dänisch. Was kann alles Hügeli sein? Ja, viele Sachen kann hügelig sein. So, wenn du mit deiner Familie einfach Abendessen isst, also ganze Familie da ist, das kann hügelig sein. Oder einfach Weihnachten, Weihnachtsmarkt ist auch hügelig. Oder wenn du auf die Couch chillst, das ist auch hügelig. Also es ist einfach eine Beschreibung für gemütlich. Genau, genau. Wie sind denn Dänen so im Allgemeinen drauf? Was ist denn der Unterschied zum Deutschen? Ja, ich würde sagen, Dänen sind eher so ein bisschen so mehr loose back, so, also nicht so, wie sagt man, nicht so diszipliniert und so. Also die alles ein bisschen mit Auge, so würde ich sagen. Und Deutschen ist eher so, es muss so gehen und du kommst genau, wenn du was ausgemacht hast, bist du genau pünktlich da. Und das würde ich sagen, Dänen ist eher so gechillter, ja. Kennst du das Lied im Deutschen, Dänen lügen nicht? Von Otto Walkes. Nein. Es gibt tatsächlich ein Lied, das heißt Dänen lügen nicht. Mhm. Und du kriegst jetzt von mir 5 Aussagen. Mhm. Und du musst sagen, ob das eine Lüge ist oder die Wahrheit. Okay. Eska Sörensen hat in dieser Saison 24 Spiele absolviert. Ja, das stimmt. Nein, 25. 25, also. Lüge. Du hast für die dänischen U-Nationalmannschaften, die du bisher durchlaufen hast, insgesamt 3 Tore erzielt. Ja, das stimmt. Wahrheit, richtig. Ja. Red Bull Salzburg ist 12-mal österreichischer Meister geworden. 12-mal? Oh, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, ja, das stimmt auch. Wahrheit. Ja. Der Däne lügt nicht. Der Leitspruch des Jahn lautet glaubwürdig, ambitioniert, traditionell. Nein, glaubwürdig, bodenständig und ambitioniert. Also traditionell stimmt also. Genau. Nicht. Sehr gut. Und Eska Sörensen würde gerne zurück nach Salzburg im Sommer. Das weiß ich nicht. Das weiß der Eska nicht. Nee, also ich habe ja Vertrag da bis 20 und wie es jetzt ausschaut, weiß ich nicht. Ich spiele ja hier bei Jahren bis Sommer und dann muss ich schauen, wie es weitergeht. Das ist eigentlich schon gleich direkt der nächste Hashtag. Mhm. Der lautet wie folgt. Framtid. Heißt übersetzt? Zukunft. Zukunft. Und ja. Da waren wir ja eigentlich schon mittendrin. Mhm. Wir wollen ein bisschen über deine Zukunft sprechen. Du bist hier in der Startelf gesetzt. Ja. Du hast hier einen Riesensprung gemacht. Allein dein Marktwert ist hier beim Jahn von 300.000 auf 900.000 gestiegen. Mhm. Wohin willst du in der Zukunft? So eine ehrliche, realistische Einschätzung. Ja, also ich will gern einmal in meiner Karriere Bundesliga spielen. Und dann ist eigentlich egal, wo und für wen. Aber das ist mein großes Ziel, also Bundesliga zu spielen. Du hast ja noch bis 2020 bei Salzburg Vertrag, bist ja hier das zweite Jahr ausgeliehen. Ja. Grundsätzlich die österreichische Bundesliga auch interessant? Ja, eigentlich ist es auch interessant, auch weil Salzburg spielt ja jetzt nicht, also österreichische Bundesliga, aber die spielen ja international und dann kannst du nicht spielen überall. Also deswegen ist Salzburg auch interessant. Dann nehmen wir den letzten Hashtag. Ja. Hier steht Lenzbüttel, aber das ist nicht ganz richtig. Das heißt eigentlich direkt übersetzt Lenzkamp. Gemeint ist natürlich
natürlich die anstehende Länderspielpause nach dem Spiel gegen Fürth. Genau. Gegen Fürth bist du ja gesperrt, gelb gesperrt. Nimm uns mal ganz kurz mit, was steht bei dir so auf dem Plan die nächsten Tage oder in der nächsten Woche? Ja, also jetzt gegen Fürth kann ich leider nicht dabei sein, auch nicht hier im Stadion, weil ich fliege schon Sonntag nach Dänemark, weil wir treffen uns Montag 12 Uhr und dann spielen wir direkt Mittwoch gegen Belgien in Dänemark. Dann Donnerstag fliegen wir weiter nach Frankreich, sind da 3 Tage, spielen Sonntag in Frankreich und dann fliege ich wieder von Frankreich hier nach Regensburg. Du bist ja jetzt noch in der U-Nationalmannschaft. Mhm. Wann erfolgt oder würde der nächste Schritt erfolgen in die A-Nationalmannschaft? Ja, also jetzt haben wir U21 EM im Sommer in Italien und eigentlich direkt danach, nach der Sommerpause, wäre das möglich für eine A-Nationalmannschaft zu spielen. Aber wie schätzt du da deine Chancen ein? Ja, das weiß ich nicht. Da haben wir Innenverteidiger sind wir richtig gut besetzt in Dänemark. Also das wird schwierig. Esker, du darfst zum Schluss noch bei uns auf dem SSV unterschreiben. Vielen lieben Dank für deinen Besuch. Alles Gute für dich, eine verletzungsfreie Zeit und ganz viel Erfolg jetzt auch bei der Nationalmannschaft. Dankeschön.